Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Tomb Raider mit mir, Marc. Und ja, ich bin ja am Freitag ist ein Part leider ausgefallen, weil ich wegen Krankheit verhindert war. Erkältung. Die ist immer noch ein bisschen vorhanden, so. Aber ich kann spielen, ne? Und da habe ich mir nicht entgehen lassen. Tomb Raider, ja? Das will ich spielen, da habe ich Bock drauf. Und ja, hier war. Ich habe das gerade nochmal überprüft, weil der speichert das irgendwie nicht so wirklich. Ich bin ja da hinten wieder gestartet, jetzt hier hinter. Und ja, aber hat er alles übernommen, was ich hier letztes Mal eingestellt habe. Das heißt, wir haben hier ein Rätsel. Wir müssen nach oben hin. Das ist, glaube ich, sehr eindeutig. Wir haben hier wieder so Benzinkanister. Von daher weiß ich noch nicht so hundertprozentig, was wir jetzt hier machen müssen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir erstmal hier hoch. Da ist ja noch jemand drin. Sowas kann bedeuten, dass sich irgendwas bewegt, wenn ich das. Nein, das kann nichts machen. Aber wir haben Bergungsgut bekommen. Wir hätten Bergungsgut bekommen, wenn es nicht einfach verbrannt wäre. Ziemlich eindeutig, was ich machen muss. Nein, so werfe ich das ja nicht. Kann ich das so werfen? Das heißt, ich muss da wirklich. Dammit! Lass fallen, Mädel. Zweifel, dass das reicht. So, zünden wir das auch noch mit an. Ja, ne, also darf ich sagen, hat was funktioniert. Ich weiß nicht, wozu das dieses Weiße da ist. Ich weiß, dass wir damit irgendwas machen können. Theoretisch. Ich weiß auch, was wir damit machen werden. Nein. Nein, 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 nein. Zieh die Scheiße. So, nimm das. Nein, ich bin wieder gesprungen. So. Das jetzt hier rauf. Reicht das schon? Das ist eine sehr gute Frage. Diese Schnitzereien sind alt. Hunderte von Jahren. Ja. Ha, das ist jetzt tricky. Dammit. Shit, ich dachte eigentlich. Fuck. Ja, ich dachte eigentlich, ich nehme das und kann das damit kaputt machen. Ich habe mich geirrt.
auch nicht das Rätsels Lösung. Mit dem kann ich ja wohl schlecht da noch irgendwas machen. Ich meine, ich kann von hier aus nicht mal da drauf springen wahrscheinlich. Nee, ich weiß gar nicht, wozu das hier da ist. Tja, Leute, das ist, wahrscheinlich bin ich zu blöd. Wahrscheinlich ist das komplett einfach oder so und ich komme einfach nicht drauf. Da haben wir eine Leiter, also wir müssen wahrscheinlich da irgendwie raufkommen, ne? Ich weiß, dass wir das hier gerade bewegt haben, um. Na komm, pack die Dings weg. Damn it. Ach, sah cool aus, ja, muss man zugeben. Ich wusste, dass mal irgendwann so ein Rätsel kommt, oder habe ich keine Ahnung, wie ich da weiterkomme. Natürlich habe ich eine Ahnung, ey. Meine Fresse, was blöd. Hier diese Wand, das sieht mir nach einer Kletterwand aus. Fuck. Wie komme ich an den Kanister ran? Fuck. Der hier war dazu da, um nochmal wo ranzukommen? Dieser Absprung? Irgendwo hier, da. Wie muss ich die gar nicht hier reinlegen? Vielleicht muss ich die nicht hier reinlegen, weil das die wahrscheinlich überhaupt keine Auswirkung darauf haben. Was passiert, sondern ich muss mit denen irgendwas anderes machen. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen muss. Alle da hochwerfen? Ja, damn it. Komm jetzt. Okay, alles klar, nochmal. Also das hier rein. Dann weiß ich jetzt auch, wie wir hier hochkommen. Zack. So, Leute. Da musste ich einfach nur drei Dinger darauf werfen, ne? Aber so ist das manchmal. Manchmal sieht man halt so einfache. Willst mich verarschen? Nochmal. Klar, kein Problem. Was machst du da? Was soll denn das? Ich drück doch noch. Um Gottes Willen hat da wieder jemand seine besonderen Momente hier, ey. Willst du mich. Was machst du da? Boah, warum springt ihr denn immer so komisch?
Da, ich alte Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. Ja. Boah. Gold. Ich nehme mal wieder alles mit. Grab durchsucht. Handfeuerwaffe. Ich will noch was für einen Bogen finden, meine Freunde. Warum geht's hier oben lang? Hui. Hui. Nein! Oh fuck. Okay, dieses Rohr wäre es aber sowieso nur hier hingegangen. Und da oben kann man anscheinend nicht hin. Also haben wir das hier geklärt. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt glaube ich keinen neuen Fähigkeitspunkt erhalten. Nee, nee, das heißt, wir gehen zurück. Und da war ja noch gleich eben so ein Eingang nach rechts, wo wir nicht reingegangen sind. Und den gucke ich mir jetzt mal nochmal genauer an. Denn man sollte ja sicherlich nichts vergessen lassen, wollte ich schon sagen. Nichts unversucht lassen. So viel wie möglich zu entdecken auf unserem Weg durch das Labyrinth, würde ich mal sagen. Und wir gucken einfach mal gleich da rein. Vorausgesetzt, ich finde den Weg natürlich. Weg ist in meinen Voraussetzungen. Hier war das. Es ist von da gekommen. Und hier ging mich noch ein Weg rein. Oder ein Weg lang. Frag mich nicht, was das hier ist. Okay. So, als wenn es zu lang ging. Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Hier geht's raus. Das ist derselbe Ausgang. Anscheinend, aber wir sind doch hier rein. Und dann. Warte mal, ich muss das nochmal von hier spielen. Hier sind wir lang. Dann gab es zwei Wege. Hier sind wir runtergeglitscht. Hier sind wir lang. Waren wir zwar eben nicht lang gegangen, aber gut. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja nichts zu tun. So, es gibt hier den Weg nach hier und den nach hier. Das ist einfach nur ein anderer Ausgang, oder was? Okay. Ah, I get it. Ah, okay, okay, okay. Hier waren wir gerade eben runtergerutscht. Das ist einfach nur nochmal der Weg von oben quasi. Alles klar, da haben wir dieses Grab auch durchsucht. Auch wieder etwas geschafft. Und da würde ich sagen, weiter geht's. In unserem Abenteuer. Nach oben in die Festung zu kommen. Das ist unser Ziel. Und finden Sie einen Weg zu Grimm. Also erstmal müssen wir, genau, wir müssen erstmal den Typen holen. Und da müssen wir dieses ganze System hier benutzen. Wir haben ja schon ziemlich viel geklärt, muss ich wirklich sagen. Wir können jetzt auch durch die Wände nämlich noch Gegenstände finden und so weiter. Ups, hier wollte ich nicht so lang gehen, ne? Sondern eigentlich so. Hier waren wir schon, auf einmal sieht das hier ganz so staubig aus. Das Spiel. Und hier war ich nämlich noch nicht. Gegner.
Oder ist das, wow, das ist eine Goldmine, ist das hier. Wenn man sich wirklich auch mal die Zeit nimmt hier und sich wirklich alles anguckt, dann findet man auch verdammt viel, muss man wirklich sagen. So, das haben wir auch mal aufgemacht hier. Und dabei komme ich immer nichts raus. Was soll denn der Bullshit? Also, ist das irgendwie random? Bekommt man da manchmal Sachen nicht raus? Fuck, ist da viel drin. Ha. Schade, ich dachte, man kann durch die Öffnung... Natürlich kann man. Das sind ja keine Idioten. Nein, mit B war das. Loslassen. Gehen wir noch mal weiter nach oben. Ja, ich könnte jetzt auch noch da noch durchschießen und so, aber das reicht ja auch so. Hier hoch. Wow. Ach, sicherlich, da hängen noch einige Sachen drin, aber passt so. Passt! Nur noch Munition. Da geht das noch irgendwo rein. Ach, das war hier. Ah, okay. Alles klar. So, und mit dem muss ich jetzt hier mitfahren, ne? Aber hier oben gibt es noch so einen kleinen Abstecher. Den wir natürlich auch noch nehmen werden, Freunde. Das ist natürlich ganz klar. Wo auch immer der noch hinführt. Irgendwo hin, ne? So. Tschüssi. Adieu. Hier haben wir alles. Ja. Wenn wir was vergessen haben, dann haben wir halt was vergessen. Kann passieren. Wir haben hier ziemlich viel gelootet, würde ich sagen. Was? Bist du da? Natürlich, war bis eben noch da. Was zur Hölle? Ach, Leute. Kommt schon.